So, ich werde jetzt anfangen mit der Verdrahtung innerhalb von dem Schaltschrank erstmal nur. Und also das sollte man machen, nur machen, wenn man sich damit auch auskennt. Das natürlich gefährlich ist, mit 230 Volt zu hantieren oder auch mit höheren anderen Spannungen. Deswegen, ja, nicht nachmachen, außer ihr wisst, was ihr tut und kennt euch aus und seid qualifiziert dazu. Ansonsten lasst halt euch von jemandem helfen, der das kann und darf oder wie auch immer. Ich zeige es jetzt nur eben so, wie es ich mache. Und also vielleicht noch dazu gesagt, ich mache das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen. Und jeder, der das irgendwie nachmacht, natürlich auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. Im ersten Schritt werde ich jetzt anfangen, mit allen Verbindungen zu diesen Steckern oder zu diesen Buchsen, da ich die hier anlöten werde. Also beispielsweise hier die Motoranschlüsse. Da werde ich jetzt eben beispielsweise hier von der Z-Achse die Anschlüsse, die zum Motor gehen, die vier Kabel anschrauben und entsprechend dann an der Buchse an den vier Kontakten anlöten. Und das mache ich jetzt durchgehend für alle. Ich habe jetzt hier schon mal für die Z-Achse für den Motortreiber die Kabel an dem Stecker befestigt. Da habe ich jetzt einmal Plus, also das rote, mit dem ich dann eben aufs Netzteil gehe, auf Plus. Dann der blaue, eben dann Minus vom Netzteil. Und dann eben noch diese vieradrige Motorleitung. Die ist vieradrigung geschirmt, ich verlinke die auch. Und den Schirm habe ich jetzt auf Minus vom Netzteil eben hier mit drauf geklemmt. Da ich die ganzen Minus von den Netzteilen alle mit der Masse oder mit dem Schutzleiter verbinden werde, damit es eben geerdet ist. Glaube ich, gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass das eben den Störungen vorbeugt. Aber wird sich herausstellen. Mal gucken. Genau, also wie gesagt, das war jetzt eben für die kurze Achse. Das kommt dann hier so reingesteckt. Die kommen zum Netzteil, die beiden. Das schneide ich jetzt noch ab und löte dann die vier Drähte hier an. Die Buchse selber hat übers Gehäuse dann auch Kontakt zum Schutzleiter oder zur Erde, zur Masse. So, kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt die Ausgänge von den Motortreibern hier mit den Steckern verlötet. Die Schirmung habe ich hier vorne einfach abzwickt von den Kabeln. Und hier habe ich ja die Schirmung an den Ground mit angeschlossen. Und ich habe ja vor, eben hier den Ground und den PE zu verbinden. Aber da muss ich mich jetzt erst nochmal genauer informieren, ob das so eine tolle Idee ist. Hier oben habe ich jetzt schon mal für die Z-Achse zum Antasten, also Material Detection, hier angeschlossen. Einfach mit zwei Drähten. Für die Endschalter X, Y, Z und IN1, der ist dann für die lange Achse, für die andere Seite. Jeweils zwei Endschalter. Da habe ich einfach altes Lautsprecherkabel genommen, was halt so die Reste Kiste hergeben hat, und bin damit eben hier auf parallel dann auf die Eingänge von den Endschaltern, also Home X, Home Y, Home Z und Input 1 für die zweite Seite von der langen Achse. Für die beiden Notaus, also E-Stop, habe ich hier die Anschlüsse angelötet. Die gehen auch hier parallel in den E-Stop rein. Ja, so viel als kurzer Zwischenstand.
Ich habe jetzt noch hier für die THC, also dieses RS485, den Anschluss an den Stecker angebracht. Da habe ich jetzt einfach hier ein altes, kaputtes Netzwerkkabel genommen, mir ein Stück rausgeschnitten und wie es in der Anleitung eben beschrieben ist, den Schirm vom Kabel auf den Minus mit draufgeklemmt und auf der anderen Seite genauso. Da das zum Löten, da der Schirm zum Löten ziemlich schlecht geht, habe ich da so eine Quetsch, eine Aderenthülse genommen, die auf die Ader mit draufquetscht und dann beides eben an den Pin angelötet. Ich habe da einfach mal zwei, also ein Aderpaar genommen für einen Anschluss. So, ich habe jetzt mal hier diese Verbindungsleitung gebastelt. Und zwar, das ist die Leitung vom Controller-Ausgang für die Z-Achse, Direction und Pulse. Und geht eben hier dann auf den Controller, auf den Motortreiber von der Z-Achse. Da habe ich jetzt wieder einfach so ein Stück von der alten Netzwerkleitung genommen. Da habe ich jetzt zwei Aderpaare komplett weggezwickt, also und den Schirm auch. Und habe jetzt eben hier blau und orange genommen. Und die sind jetzt eben auch schon verdrillt, so wie es in der Anleitung steht, wie man es machen soll. Hoffe ich zumindest. Und genau. Und das gleiche werde ich jetzt für die Ausgänge von YX und für den zweiten Ausgang von der langen Achse noch machen. Okay, die Verdrahtung vom Schrank ist jetzt eigentlich so gut wie fertig. Ich habe jetzt noch hier eben Klemmen LNPE angebracht. Habe die Netzteile mit LNPE verbunden. Habe jetzt auch diese Brücke jeweils reingemacht von PE auf Netzteilmasse. Also wenn ich den Schaltschrank dann am Gestell anschraube oder einbaue, dann komme ich einmal hier oder hier mit der Netzspannung noch rein. Die Netzspannung klemme ich einfach parallel hier mit drauf. Somit ist dann hier die Netzspannung eingespeist. Die läuft aber erst noch über das Schütz. Das heißt, erst wenn das Schütz schaltet, geht die Netzspannung dann wirklich auf die Klemmen. Da kommt jetzt auch die zweite Durchführung zum Tragen. Da werde ich ein Kabel rausführen. Ein vieradriges, mit dem gehe ich noch auf diese Klemmen hier. Da habe ich vor, dass ich eben hier dieses kleine Schaltpult anschließe. Es ist einmal eine Lampe und zwei Taster. Und da werde ich einen Taster als Eintaster nehmen und einen als Austaster. Die Schaltung mit dem Schütz, die sich da dahinter verbirgt, ist grob das hier. Also ich komme mit der Netzspannung. Habe hier meinen weißen Taster, also mit W. Und sobald der gedrückt wird oder angetastet wird, zieht das Schütz an. Und sobald das Schütz anzieht, geht eben hier vom Schütz die Selbsthaltung mit rein. Und hier der Schließer vom Schütz schließt noch und versorgt quasi die Netzteile, die Anlage. Also die eingezeichnete Lampe hier ist quasi, sind die Netzteile. Und wenn ich es wieder ausschalten will, dann eben über den roten Taster, hier mit R gekennzeichnet. Da unterbreche ich dann eben vom Schütz die Spannung und dann fliegt die Selbsthaltung raus und die Anlage oder die Netzteile kriegen keinen Strom mehr. Die Lampe, die hier noch parallel drin ist, ist einfach hier diese 230 Volt Lampe, dass man halt sieht, ob jetzt ein- oder ausgeschaltet ist. Genau. Ja, da habe ich nochmal skizziert ein bisschen, wie dann die Anschlüsse von diesem Teil hier ausschauen. Also da gehen quasi vier Leitungen rein. Die Anschlüsse von A1, A2 und L und N. Und
Ja, die Lampe ist hier rüber gebrückt und einmal hier rüber gebrückt. Ja, ich glaube, man kann es nachvollziehen, was gemeint ist. Vielleicht noch zur Masse, zum Anschluss. Da habe ich einmal hier die Schaltschranktür mit auf dem Masseklemmblock. Dann hinten die Grundplatte vom Schaltschrank. Ja, generell die ganzen PE-Anschlüsse. Hier unten noch den Schaltschrank selber.